Der Theodor-Wolff-Preis 2016. In der Kategorie Thema des Jahres Flüchtlinge sind nominiert. Wer seid ihr? Fragte das Handelsblatt im September 2015 und ließ 44 Flüchtlinge erzählen. Über Fluchtwege, Kriegstraumata, über Schleuser und Erwartungen an Deutschland. Wir haben gemerkt, dass wir ganz lange, wir Medien, über Flüchtlinge schreiben und dabei die Flüchtlinge nie haben zu Wort kommen lassen. Und das wollten wir in der Ausgabe dann mal ändern. Wir hatten das Gefühl, dass wir die Perspektive einmal umdrehen müssen, dass wir die Sicht der Flüchtlinge deutlicher zutage bringen müssen. Wir haben viele Mitarbeiter gesucht, die Kontakt aufnehmen zu Hilfsorganisationen, damit wir überhaupt diese Menschen finden, die für uns schreiben wollen. 44 Schicksale, 44 persönliche Geschichten, ergänzt um zahlreiche Analysen. In nur 2 Wochen trugen Nicole Bastian, Jens Münchrath und ihre Kollegen das Dossier zusammen. Eine große Teamleistung. Redakteure, Volontäre, Praktikanten. Und es hat auch wirklich jeder mitgemacht. Und nur so ging es auch. Das Handelsblatt-Dossier setzt sich auch mit den Ängsten der Deutschen auseinander. Das Echo positiv. Die Resonanz war überraschend groß, in vielen Fällen auch positiv. Schulen haben uns gefragt, ob sie Lehrmaterial bekommen. Und so wurden nochmal 40.000 Exemplare nachgedruckt und das war für uns eigentlich das schönste Kompliment. Restaurants finden keine Köche mehr, weil Köche, die für Flüchtlinge kochen, 18-jährigen Afghanen gegeben, was die Polizei verschweigt. Nicht angenommen, weil Christen darauf geschlafen haben. Mit den ersten Flüchtlingen, die Ende 2014 kamen, gab es auch die ersten Gerüchte. Denen sind wir nachgegangen, die haben sich als falsch herausgestellt und die Recherchen sind dann wie üblich im Mülleimer gelandet. 2015 erreichten das Westfalenblatt in Bielefeld immer mehr Gerüchte. Reporter Christian Althoff ging den Meldungen nach. Wir haben uns dann gesagt, wir lassen unsere Leser dann auch an unseren Recherchergebnissen teilhaben und haben deshalb die Gerüchte und den Check zusammen veröffentlicht. Mehr als 70 Gerüchte überprüfte Christian Althoff. Er recherchierte bei den Behörden, der Polizei, in Flüchtlingsheimen oder bei den Staatsanwaltschaften. 3 erwiesen sich als wahr. Wir haben eine Psychologin mit diesem Ergebnis konfrontiert, die uns dann erklärt hat, diese Gerüchte würden bewusst in die Welt gesetzt, einmal um Stereotype zu bedienen, aber auch um eigene Ängste zu formulieren. Die Aktion machte Furore, weit über das Berichtsgebiet des Westfalenblattes hinaus. Die überwiegende Zahl der Anrufer und Schreiber fand den Check positiv, vor allem Leute, die selbst mit Flüchtlingen zu tun hatten. Es gab aber auch durchaus Leser. Sie waren der Meinung, wir wollten die Flüchtlinge reinwaschen und würden eben bei der Veröffentlichung der Gerüchte selektieren. Passau, Bayern. An der Grenze, 24 Stunden an den Brennpunkten der Flüchtlingskrise. Die Multimedia-Reportage von Chefredakteur und Herausgeber Stefan Aust und Fernsehproduzent Helmer Büchel erschien gleichzeitig in der Welt am Sonntag und bei N24. Einen Tag lang waren die Teams unterwegs. Wir schaffen das. Es wurde sozusagen die Politik der offenen Grenzen verkündet. Und wir wollten uns einfach mal angucken, wie das tatsächlich genau aussieht. Und dann haben wir eben die Balkanroute 24 Stunden begleitet. Unser Ziel war, möglichst unvoreingenommen über die Flüchtlingskrise, die ja zu diesem Zeitpunkt ein gewaltiges Ausmaß erreicht hatte, zu berichten. Der logistische Aufwand war enorm. 12 Kamerateams waren im Einsatz. Und ich glaube, das Wichtige am Journalismus bei solchen Sachen ist es ja nicht nur, Momentaufnahmen zu schaffen, sondern Zusammenhänge herzustellen. Das Besondere war, dass wir an einem Tag so viele Brennpunkte abgedeckt haben und dass wir sowohl das Leid der Menschen gesehen und gezeigt haben, aber auch die objektiven Nöte, mit diesem Ansturm fertig zu werden. Die Resonanz war gewaltig. Wir haben auf den Artikel unendlich viele Zuschriften gekriegt von Leuten, die dazu was sagen und sehr differenzierte Darstellungen von Leuten, die uns geschrieben haben, ja, so haben wir das eigentlich noch nie gesehen. Es gab ganz viele Menschen aus meinem Freundeskreis, aus meinem Kollegenkreis, die gesagt haben, ha, endlich wird es mal so gezeigt, wie es auch ist.